über HIV und AIDS? Also es gibt HIV positiv und negativ. Es gibt auch AIDS in der Form, halt, dass es bei manchen ausbricht und manche haben das ein Leben lang, ohne dass es ausbricht. Die sind einfach nur der Träger. Wie meinst du, kann man sich denn schützen? Also was könnte man dagegen tun, dass man nicht infiziert wird? Wenn man es ganz drastisch sagen will, gar nichts, also gar keinen Sex haben, aber man kann sich mit einem Kondom schützen. Indem ich mir in den Socken überziehe. Besser nicht vieles Männchen schlafen, sondern nur einen suchen. Hier treffen sich die Bürgerinitiativen, die Projekte mit Experten, mit Vertretern der Politik und reden darüber, was muss passieren, damit die Prävention im Bereich HIV/AIDS weiter verbessert wird und wie kann man Leuten, die an der Krankheit erkranken oder sich infiziert haben, wie kann man ihnen helfen, damit sie lange gesund leben können. Müssen HIV-Positive immer sagen, dass sie HIV-positiv sind? Nee. Ja, müssen sie, sonst machen sie es strafbar. Sie müssen es nicht immer sagen. Sie müssen aber, wenn sie Kontakte eingehen, sexuelle Kontakte, müssen sie letztendlich dafür Sorge tragen, dass Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ich finde, das ist nicht besonders interessant, wenn man jetzt dann fragen würde, irgendwie, na, bist du HIV-positiv? Das ist ja meistens dann so der Killer beim Sex. Deswegen halte ich das irgendwie gar nicht für notwendig. Kennst du HIV-positive Menschen? Ja. Wie verhältst du dich gegenüber? Also bist du ganz normal oder bist du irgendwie anders? Ich bin ganz normal. Würden Sie einen Kontakt eingehen mit jemandem, der positiv ist auf HIV? Aber ja, also das bin ich auch schon und das ist überhaupt kein Problem. Nicht allein die Verantwortung des Positiven, jemanden nicht zu infizieren, sondern jemanden, der negativ ist, sich auch nicht zu infizieren selbst. Die Verantwortung ist da ganz wichtig. Medizinisch weiß man mittlerweile, dass die Infektiosität auf jeden Fall nicht mehr besteht oder weniger besteht, wenn jemand gut therapiert ist, die Viruslast unter der Nachweisgrenze im Blut ist.